Erfolg kommt von innen. Die Torwartlegende in Deutschland der letzten Jahrzehnte schlechthin. International einer der ganz, ganz Großen. Am Samstag war sein letztes Spiel. Heute ist er hier bei uns zu Gast. Herzlich willkommen, Oliver Kahn. Oliver Kahn, das Buch Erfolg kommt von innen. Ah, ist wichtig. Letzten Samstag, letztes Spiel. Wie feiert man da hinterher nach so einem doch sentimentalen Augenblick? Wie feierst du da? Ne? Ich habe ja schon viele Titel geholt, bist viel am Feiern. Du fragst dich, was machst du jetzt Besonderes? Also habe ich meine Frau wieder zur Feier mitgenommen. Es war ein schönes Erlebnis für uns alle. Wir haben viel geweint, gesungen, gelacht. Es war einfach schön. Ist da auch ein bisschen Wehmut drin, jetzt nicht doch in Zukunft mit Jürgen Klinsmann zusammen? Schade, dass ich den nicht mehr erleben darf. Ja, hätte ich gerne mal angeknabbert. Das steht auch alles in meinem Haben Buch Sie da eine drin. Lieblingspassage? Ich habe viele. Ne? Es ist schwer überhaupt, wie nennst du das Buch? Ich habe erst überlegt, wie kann man die Bestseller, die es heute gibt, zusammenlegen. Da habe ich gedacht, ich bin dann mal feucht. Ja. Wäre genau richtig. Aber. Ja. Ja, bin locker mittlerweile. Ja, es ist alles gut. Könnte ich jetzt ja. lesen, wo Aber ich was wollte. Ist denn sozusagen mit der Seite von Oliver Kahn, die man gar nicht kennt, über die aber Clubmitglieder berichten, das zum Beispiel auf Busfahrten, auf Feiern nach irgendwelchen großen Spielen, es wirklich die Stimmung kochte, Oliver Kahn als sensationeller Jogi Löw-Parodist. Ja, ich... Einmal könnten Sie es hier schon machen. Ja, ich kann mehrere... Also man hat gesagt, sprich ihn drauf an, er hört es nicht gerne, weil er will eigentlich, dass er rauskommt, aber... Aber Kahn, und zwar, die haben gesagt, Kahn, die beste Nummer von Kahn ist, ist Löw im Gespräch mit Podolski. Oh, das ist... Ja, es ist... Einmal... Was ist denn, wenn der Podolski mit dem Van Bommel spricht? Nee, Löw und Podolski, das sollte dermaßen, wirklich, man hat mir gesagt, selbst Kalle Rummenig hat sich weggeschrieben. Ja, das ist richtig, Also, der Lukas, das ist ja ein lustiger Typ, ne? Der spricht halt auch wie du und du, ne? Ja. Also, ja, was soll der jetzt sagen? Einfach so spontan improvisiert, dass man irgendwie sagt, zum Beispiel hat man ja auch gestern im Champions-League-Finale immer gehört, die Spieler sind jetzt natürlich müde nach der langen Saison. Das ist ein Satz, der auf Podolski nicht passt. Trifft nicht zu. Ja, auf jeden Fall muss er spielen, was hast richtig schön gemacht und wir wollen vielleicht zum FC Köln zurück. So, ja, muss man machen. Ja, aber Lukas, dafür brauchst du höchste Disziplin. Es geht nicht einfach so. Wir sind ein Riesenteam. Der Oliver Kahn, nee, der Oliver Bierhoff. Kleiner Versprecher. Oh und ich und die anderen. Ja. Ja, ich bin ein Parodist, bin Spaßvogel. Man nennt dich auch den Frank, den badischen Frank. Das ist richtig. Herr Kahn, ich freue mich sehr, dass Sie es wirklich heute auf sich genommen haben, hierher zu kommen, haben, weiß Gott, anderes zu tun. Toi, toi, toi für den neuen Job beim ZDF als Partner von Johannes B. Kerner. Das wird sehr, sehr langweilig werden. In diesem Sinne. Schön, dass ich hier sein muss. Dankeschön, alles Gute. Dankeschön. Und toi, toi, toi für den neuen Job. Oliver Kahn, meine Damen und Herren.